Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. Alle Jahre wieder, so Anfang Februar, schlägt in Nürnberg das Herz der Spielzeugwelt. Zum 47. Mal findet die internationale Spielwarenmesse statt und wir sind für Sie mit dabei. Wir gehen in die Halle D. Hier gibt es alles das zu sehen, was die Herzen der Modelleisenbahner höher schlagen lässt. Viel Spaß jetzt mit unserem Rundgang durch die Halle D. Los geht die Reise ins Modellbahnland. Erstmal auf großer Spur und im Western-Look. Denn ein Schwerpunkt des Neuheitenprogramms von LGB sind traditionelle amerikanische Modelle. Der Güterzug wird von einer Mogul-Schlepptender-Lok der New York Central Railroad gezogen. Die Wagen stammen von unterschiedlichen amerikanischen Bahngesellschaften. Um die wichtigste LGB-Neuheit im Original zu finden, muss man tief in den amerikanischen Wald vordringen. Es ist eine Shay-Dampfmotorlok. In diesem Jahr bringen wir erstmals eine Ganzmetall-Lokomotive, 100% Messing, handgefertigt, limitierte Auflage von 500 Stück. Und darin unterscheidet sich die Maschine im Wesentlichen vom Restsortiment bei LGB. Sie hat eine Besonderheit, sie hat diese seitenliegenden Kolben. Und wird natürlich besonders von Modellbahnfreunden als Original besonders geschätzt. Das Original der Maschine verkehrt heute noch bei der Western Lambring in den USA und wird dort für den Abtransport von Langholz und Zuckerrohr eingesetzt. Gut 6.500 Mark müssen Sie auf den Tisch legen. Dann gehört die 3-Truck-Shay Ihnen. Mehr als 2.700 Aussteller aus aller Welt waren in Nürnberg anwesend. So viele wie nie zuvor. Obwohl es sich um eine Fach- und keine Publikumsmesse handelt, kamen mehr als 60.000 Besucher. Die meisten drängelten sich durch die Halle D, in der sich alles um die Modelleisenbahn drehte. So leer wie hier war es nur morgens um 9, kurz nach Messeöffnung, und abends um 6, nach der Schließung. Das ist eine Neuheit der Firma Fleischmann. Ein Güterzug der königlich-preußischen Eisenbahnverwaltung KPEV. Die Fahrzeuge sind eine typische Zusammenstellung der Epoche 1. Der Zug besteht aus einer Tenderlok T16 und 8 Wagen, alle mit Speichenrädern ausgerüstet. Viele Firmen haben in diesem Jahr auf ganz spektakuläre Neuheiten verzichtet. Man beschränkt sich auf Farb- oder Beschriftungsvarianten. Fleischmann bringt die Baureihe 39 mit 2 neuen Betriebsnummern heraus. Eines sollte dem geneigten Betrachter gleich erklärt werden. In dieser Sendung fahren nur einige Loks. Nur wenige Modellbahnfirmen waren mit großen Anlagen vertreten. Und bei den meisten Neuheiten handelt es sich häufig um nicht fahrfähige Handmuster. Die Publikumsmesse, bei der dann die Neuheiten auch fahrend präsentiert werden, findet jeweils Mitte November statt. Eine weitere Neuheit ist die Einsteigerversion der digitalen Steuerung. Die Firma Fleischmann hat seit 10 Jahren eine Mehrzugsteuerung auf dem Markt, die von Anfang an darauf ausgelegt war, mehr den etwas anspruchsvolleren Markt zu bedienen. In diesem Jahr bringen wir als Neuheit ein Gerät Digital Control DC6803 auf den Markt, welches speziell für den Einsteigermarkt gedacht ist. Das heißt, es muss sich auszeichnen durch erstens einen recht günstigen Preis oder beziehungsweise ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und zweitens muss es auch vollkommen einfach in der Bedienung sein. Nachdem ich also meine ganzen Adressen in dem Adressierbereich meinen verschiedenen Fahrpositionen zugeordnet habe, gehe ich meinem Funktionsregler auf den Betriebsbereich. Ich habe jetzt meine Adresse 89 in Betrieb. Die Lokomotive steht hier vorne.
Ich kann die jetzt mit dem Regler in Bewegung setzen, kann dann meinen Funktionsschalter umschalten auf eine andere Lokomotive, die 112, und kann die mit meinem Regler dann hier vorne einfangen und zum Stehen bringen, während die Nummer 89 jetzt als Streckenlok sich auf der Strecke befindet. Ehe wir uns zu einem renommierten Häuslerbauer begeben, noch schnell einen Blick auf den Preis der Steuerung. Etwas mehr als 300 Mark. Und jetzt möchten wir unsere Glückwünsche loswerden. Die Stuttgarter Firma Vollmer feiert ihren 50. Geburtstag. Mit der Herstellung von Kragen und Wäscherknöpfen sowie Krawattennadeln begann Wolfram Vollmer. Den Durchbruch schaffte seine Firma 1949 mit einer neuartigen Oberleitung und Masten aus Kunststoff. Heute hat Vollmer 500 Artikel im Spielwarensortiment. Die neueste Kreation ist die Villa Vampir. Wie heißt es im Neuheitenprospekt? Es geht rund, denn es ist Geisterstand. Gruselfreunde kommen auf ihre Kosten. Tauchen gar noch Draculas Erben oder Frankenstein und seine Freunde auf? Holen Sie sich mal eine ganz andere Stimmung auf Ihre Anlage. Warum denn nicht? Man scheint auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Die Kundschaft fährt ab auf Draculas Hütte. Eine weitere sehr eindrucks- und ausdrucksvolle Neuheit ist das Kalkwerk. Genießen Sie den Bildspaziergang durch diese technische Anlage, deren Vorbild im Fränkischen zu finden ist. Jetzt kommen wir zu einigen Neuheiten im Stenogrammstil. Die gute alte E18 wurde schon in vielen Varianten produziert. Erstmals allerdings in der Spurweite TT. Diese 12mm Spur hat vor allem in den neuen Bundesländern viele Anhänger. Die Firma JAT bringt die E18 sowohl in der Reichsbahn als auch in der DB-Ausführung heraus. Preis 358 Mark. Schmalspur-Spezialist BEMO in Uhingen komplettiert langsam auch sein deutsches Programm. Letztes Jahr bereits angekündigt, kommt sie dieses Jahr in den Handel. Die 99654, die sächsische 6K in der Vollreco-Version. Sie war auf dem Wilsdruffer Schmalspurnetz im Einsatz. Auch Brava aus Remshalden hat sich Vorbilder in den neuen Ländern gesucht, wie dieses farblich durchaus auffallende Fahrzeug der Chemiefabrik Schwedt. Die Spezialität von Brava sind Lampen, auf das manchen von uns ein Lichtlein aufgehen mag. Also nachdem wir uns 1995 sehr zurückgehalten haben mit Lampen, haben wir dieses Jahr uns etwas mehr, der Ursprungsfaktor war der Firma Brava, Lampen zu produzieren. Besonnen haben mehrere Lampen hergestellt und dabei weiterhin uns darauf besonnen, dass es auch in den neuen Bundesländern Lampen gibt, die es wertvoll sind, nachgestellt zu werden. Und haben dann auch zu diesem Zweck ein Diorama gebaut, das mit diesen Lampen bestückt ist. Es ist etwa dem Thema Harz, Wernigerode empfunden, wo alle diese Lampen darauf zu sehen sind. Bei LGB ist es uns aufgefallen, genauso wie beim Branchenriesen Märklin. Die Dominanz der US-amerikanischen Vorbilder in der großen Spur, oder anders ausgedrückt, die Musik spielt im Wilden Westen. Thank you.
Bahns jüngster Spross ist die Blecheisenbahn Maxi. Obwohl sie erst ein Jahr alt ist, hat die Maxi-Familie gehörig Zuwachs bekommen. Das Erfolgsgeheimnis? Sie ist eigentlich eine Spielbahn, aber sie lässt auch oder gerade die Herzen der großen Kinder höher schlagen. In den Vereinigten Staaten ist man jedenfalls regelrecht verrückt auf die Wild West Railroads made in Germany. Modellbahnfans überm großen Teich werden noch mehr in Verzückung geraten, wenn sie die fast einen Meter lange Modellversion der legendären F7 auf Händen tragen können. Wir haben uns mit dieser Maschine deshalb beschäftigt, weil wir natürlich mit dem Maxi-Sortiment auch den amerikanischen Markt im Auge haben. Und das, was eben bei uns die berühmte 01 oder die 44er ist, das ist für die Amerikaner die F7. Dieses Modell soll im Herbst im Handel verfügbar sein. Und die zweimotorige F7 wird etwa bei einem Preis zwischen 750 bis 800 D-Mark im Handel angeboten werden. Wie heißt es im Neuheitenkatalog? Eroberungen in Blech. Eine Spurweite gewinnt neue Freunde. Die Spur 1 ist durch den Maxi-Schub aus ihrem Schattendasein befreit worden. Am Tag der Neuheitenpräsentation stand eine echte Neuheit auf dem Messeparkplatz. Eine 12X, die modernste E-Lok Deutschlands. Sie diente als Blickfang und als Kulisse. Aus ihr wurde die erste deutsche Werbelokomotive. Unter Anleitung dreier Prominenter, Mutter Beimer, Caroline Reiber und Klaus Hafenstein und der Mithilfe einiger Kinder, wurde die Lok bemalt. Die UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Und da wollten auch Märklin und zwei weitere Firmen nicht im Abseits stehen. Und derart gestylt fährt die 12X in diesem Jahr durch Deutschland. Lassen Sie sich nicht täuschen, die 12X ist eine E-Lok. Den Dampf macht die Messe und das Klappern besorgt Märklin. Diese Maschine wird einige Monate im Regelzugverkehr auch bei der Bundesbahn auftauchen, da sie sich zurzeit in der Testphase befindet. Überall in den Bahnhöfen oder auf der Strecke, wo sie auftauchen wird, wird sie für die UNICEF werben. Wir selbst stellen das Modell als H0-Modell her. Jedes dieser H0-Modelle beinhaltet einen Spendenanteil von 25 D-Mark, den wir nach Abschluss der Aktion in Summe dann der UNICEF überreichen werden. Tue Gutes und rede drüber. Sie haben es ja gehört, die 12X gibt es auch als H0-Modell. Aber das konnten Sie sich sicher denken. Neu ist etwas anderes, auf das man noch kurz eingehen muss. Das Gleis mit dem Klick. Das Gleis ist fertig. Es muss nicht mehr eingeschultert werden. Der Schwellenkörper und der Schotterkörper sind eine Einheit. Es ist sehr einfach zum Zusammenstecken. Hat eine Führung, keine Laschen. Man kann sich also nicht verbiegen. Es kann auseinandergebrochen werden, nach jeder Richtung, ohne dass die Laschen und Kontakte beschädigt werden. Dieses sensationelle Gleis werden wir in der nächsten Messesendung ausführlicher vorstellen und natürlich auch, wie viel die 12X der UNICEF gebracht hat. In den 30er Jahren machte die zivile Luftfahrt einen großen Schritt nach vorn. Das Flugzeugwerk Junkers brachte seine U-52 auf den Markt, auch liebevoll Tante U genannt. Sie war die Standardmaschine vieler Fluggesellschaften. 1936 erschien das Modell dieses dreimotorigen Flugzeuges als Bausatz. Exakt 60 Jahre später feiert Tante U ihre Auferstehung. Als einmalige Serie wird sie 1996 noch einmal aufgelegt. Der neu gebaute Blechveteran wird für 998 Mark über den Ladentisch gehen. Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Es war einmal eine Kirche, die gehörte zu den schönsten und eindrucksvollsten Bauten der Welt, die Frauenkirche in Dresden. Gebaut vor gut 250 Jahren.
Im Februar 1945 wurde ihr das Lebenslicht ausgeblasen. 45 Jahre lang war sie ein Schutthaufen, ein Mahnmal wider den Krieg. Nun wird das Dresdner Wahrzeichen wieder aufgebaut. Das wird noch ein knappes Jahrzehnt dauern. Derweil präsentiert Pola die Frauenkirche als Modell im Maßstab 1 zu 87. Das heißt, bei der Kuppelhöhe hat man einige Abstriche gemacht. Dennoch wird die Kirche mit einer Höhe von immer noch 70 Zentimetern wohl alle anderen Bauten auf der Anlage überragen. Kosten 250 Mark. 10 Mark gehen als Spende in den Wiederaufbau. Ein Jahr nachdem die Frauenkirche zerbombt worden war, wurde folgende Bahnhofsszene eingefangen. Hier ein Bahnhof, irgendwo, irgendwann, heutzutage in Deutschland. Da überwältigt wirklich die Fülle der Gestalten. Und nicht dem Mutigen gehört die Welt, sondern dem, der seine Ellenbogen am besten zu gebrauchen weiß. Zwar bessern sich allmählich die Verhältnisse, aber im Großen und Ganzen gilt leider immer noch die Devise. Du glaubst zu schubsen und du wirst geschubst. Und nun muss sie denn zum Städtle hinaus. Aber wie? Darum bleib daheim und überlass das Reisen denen, die unbedingt reisen müssen. Solche Bilder hatte man fast vergessen. Jetzt werden sie einem wieder in Erinnerung gerufen, dank Tricks und des Modells eines Hamsterzuges. Die Figürchen wurden von der Firma Preisser der Nachkriegszeit entsprechend angemalt. Sie liegen der Packung lose bei. Man sollte eine ruhige Hand haben, denn auch die Rucksäcke müssen extra angebracht werden. Der Zug wird in den Spurweiten H0 und N erhältlich sein. Der Preis liegt bei knapp unter 400 Mark. Eine Neuheit, bei der man sich eines makabren Gefühls nicht erwehren kann. Ganz anders verhält es sich mit der Bavaria. Es ist ein H0-Modell der zweiten Lokomotive, die in der Lokschmiede Maffei in München das Licht der Welt erblickte. Das war 1844. Wenn Sie jetzt diese Zahlen nehmen und D-Mark dahinter setzen, erhalten Sie den Preis des Metallmodells. Knapp unter 1850 Mark. Der Landshuter Kleinserienhersteller Micrometerkit wird unter anderem einen bayerischen Länderbahnwunsch erfüllen, die BX. 1890 von Kraus an die Königlich Bayerische Staatsbahn geliefert. Da sie mit ihren maximal 90 Kilometern pro Stunde recht flott unterwegs war, hat man sie im Schnellzugdienst eingesetzt. Charakteristisch wie ungewöhnlich ist die dicke Wulst über dem Langkessel. Sie verdeckt die Einströmrohre für die Zylinder. 2480 Mark und die 1B-Lok gehört Ihnen. Mehr als 200 Modelleisenbahn- und Zubehörfirmen präsentieren ihre Produkte in der Halle D. Es sind natürlich nicht nur die Neuheiten, die hier ausgestellt werden, nein, häufig wird das gesamte Sortiment gezeigt oder zumindest ein Großteil dessen, was so im Laufe der Zeit das Licht der Modellbahnwelt erblickt hat. Nun zu den wichtigsten Neuerscheinungen der Firma Rocco aus Salzburg. Der Klassiker E10 war schon vor vielen Jahren im Programm. Dieses Modell ist eine komplette Neuentwicklung und heißt wegen ihrer Vorderfront die Bügelfalten E10. Die Rocco Dampfneuheit 96 präsentiert sich noch recht unvollständig. Sie ist erst auf dem Weg, eine 012 zu werden. Dass die Serienfertigung noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft anlaufen soll, kann man sich momentan nur schwer vorstellen, wenn man sich diesen Torso anschaut. Auch der Preis steht noch nicht fest. Wichtigste Neuheit ist die E-Lok 101, eine Lok, von der es noch kein fahrendes Vorbild gibt. Das Original, gebaut von der Firma ABB, wird voraussichtlich Mitte 96 seinen Probebetrieb aufnehmen.
Gleichzeitig wird auch das Rocco-Modell seine Premiere feiern. Nach dem Motto Trink, Trink, Brüderlein, Trink geht die Firma Faller aus Gütenbach in das 50. Jahr ihres Bestehens. Das Dürkheimer Riesenfass, mit 1,7 Millionen Litern Inhalt größtes Fass der Welt, wird im Herbst auch als Modell im Maßstab 1:87 auf den Markt kommen. Es handelt sich um das Exklusivmodell 96. Das heißt, baldmöglichst bestellen, um nicht auf dem Trockenen sitzen zu bleiben. Wer Action auf seiner Anlage liebt, dem sei der Kirmesklassiker Musikexpress empfohlen. Hinein geht's ins Vergnügen mit 20 bunten Gondeln, verchromten Teilen und Beleuchtung. Wer draußen bleibt, ist selber schuld. Gleich ist es Zeit für den 5-Uhr-Tee. Die Uhr im Hauptbahnhof Neustadt, Weinstraße, geht exakt. Dieser Bahnhof ist das Jubiläumsmodell von Faller. Rechtzeitig vor Weihnachten soll es in die Geschäfte kommen. 1996 gilt der Jubiläumsaktionspreis von 149 Mark. Ab dem 1. Januar 97 ist das gute Stück um 50 Mark teurer. Von diesen Häuschen haben unsere Väter und Großväter geschwärmt. Damals in der Nachkriegszeit und in den Jahren des beginnenden Wirtschaftswunders. Bausätze waren noch unbekannt. Die Gründungszeit war 1946, das Gründungsjahr der Firma. Wir haben aus der Zeit, aus den Anfangsjahren, Modelle ausgestellt. Angefangen wahrscheinlich mit dem Bahnhofsgebäude, Stellwerk und so weiter, Wohnhäuser. Die Modelle damals waren aus Holz, aus Karton, Material, was damals zur Verfügung stand. Die Dächer teilweise, um eine Struktur zu kriegen, aus Klopapier aufgeklebt und dann eben mit Farbe behandelt. Windmühlenflügel zum Beispiel mit Kleister, das Fliegengitter mit Kleister überpinselt. Die Hauswände wurden mit Putz versehen. Zunächst die Hauswände aus Karton zusammenkleben, schleifen, spachteln. Dann zum Schluss eben das eben mit Speisegrieß damals angeworfen, eben um eine Putzstruktur zu erreichen. Viele Häuser wurden damals zu Hause geklebt, gefertigt. Da war eben eine Hausfrau, die hatte Kinder zu Hause und hat eben die Ruine als Heimarbeit gemacht. Im Sommer bei schönem Wetter standen die Ruinen draußen in Reihe und Glied, um schneller den Leim trocknen zu lassen. Und ja, es war an sich nicht abwechslungsreich, weil die Frau Jahr ein, Jahr aus immer dieselben Ruinen baute. Und jetzt geht's in die letzte Runde unserer Neuheitenschau. Die Firma Westmodell hat eine interessante Neuheit zu bieten. Den Lokschuppen für die ganz kleine Bahn. Maßstab 1:220, Spurweite 6,5 mm. Ein Messingbausatz für 180 Mark. Die Auflage ist abhängig von der Nachfrage und dürfte zwischen 50 und 150 Mark liegen. Seit 20 Jahren existiert diese Mönchengladbacher Modellbahnschmiede, die sich auf Modelle spezialisiert hat, die Großserienhersteller in aller Regel vernachlässigen. Wie zum Beispiel die FZ, eine württembergische Zahnradlok, die einstmals zwischen Honau und Liechtenstein unterwegs war. Alle Fahrzeuge gibt es als Bausatz und als Komplettmodell. Die FZ in Reichsbahnversion 97.3 kostet komplett 1450 Mark, als Bausatz 890. Die Firma Günther bringt die E8003, Spur H0, auf den Markt. Ausführung DB, frühe 50er Jahre, Sonderserie. Fertigmodell 850 Mark. Die Signalbrücke von Wiesenburg in Sachsen. Nun ist die Brücke auch als Modell im Maßstab 1:87 erhältlich. Eine Weihnachtneuheit mit einem respektablen Preis, um die 500 Mark. Dieses Handmuster wurde eine halbe Stunde vor Messebeginn fertig. Entworfen vom Kleinserienhersteller Reichert aus Alpirsbach. Das Modell in Spur 0 ist übrigens keine Replika, sondern ein kompletter Neubau. Neues in traditionellem Gewand. Der Preis 2800 Mark.
Das war unser Rundgang über die Nürnberger Spielwarenmesse Halle D 1996. Meinem Team und mir tun jetzt rechtschaffen die Füße weh, aber ich hoffe, wir haben einige Sachen für Sie zusammengetragen, die Ihnen ein wenig Spaß gemacht haben. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir nicht jede Neuheit zeigen konnten und nicht auf jede Firma eingehen konnten. Das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis denn und tschüss.